Ich bin an dem Stehenden. Stopp! Ich bin noch nicht in Position. Ich bin aber an dem Stehenden. Ich sag dir nur, wenn der anfängt zu leuchten, stopp. Okay. Also kannst du wieder? Stopp! Okay, das ist der zweite. Gut, dass ich ihn gesehen habe. Lass mal, wenn du da bist. Ich bin dran. Okay, dann warten, warten, warten. Aufladen. Schlagen. Perfekt. Sehr gut. Okay, so, irgendwo rechts neben mir muss noch was sagen. Ihr seht doch da hinten in Rot, im roten Nebel diese Maschine, was auch immer das ist. Im roten Nebel eine Maschine, ja, irgendwie so. Wenn du, Hutz, dreh dich mal um 180 Grad. Um 180 Grad? Okay, ja, dann, stopp. Dann guck ich zu Fischer. Ja, okay. Genau, okay. Da lang? Da hinten den roten Nebel. Da hinten ist gar nichts. Ich sehe da nichts. Also da, wo ich jetzt hinguck, ist nichts. Warte mal, ich gehe auf die Karte. Genau, also da geradeaus. Genau, quasi vor dir geradeaus. Ich denke mal, hinter der Maschine hängt noch einer. Also ich guck jetzt guck mal auf die Karte. Da, wo ich jetzt markiere, meinst du? Hier? Oder hier? Ungefähr hier unten. Okay, dann müssen wir ins Nichts. Warte, hier ist das. Okay, dann gucke ich nämlich in die falsche Richtung. Dann muss ich mich noch um 90 Grad nach rechts drehen. Ja, fast. Gut. Genau, Stevie ging gerade schon in die richtige Richtung. Ja, genau. Irgendwo da vorne müsste noch einer sein. Entweder hinter der Maschine oder links neben. Okay. Gucke. Suche. Ich höre es knattern. Ja, der leuchtet. Siehst du ihn? Okay, du hast ihn gefunden. Okay, Stevie, dann hol du dir ihn. Aber ich sehe ihn nicht. Ich weiß nicht, was da leuchtet. Dann mach einmal kurz, bleib stehen, mach Taschenlampe an und wieder aus. Aber nicht, wenn es knattert. Also ist es da, aber ist es nicht hinter der Maschine. Okay. Ich kriege mal weiter vor. Leute, vielleicht ist es wieder über uns. Natürlich... Ah, da geradeaus, siehst du? Nee, da geradeaus. Hier. Schau auf die Karte, hier ungefähr. Warte, ich gucke auf die Karte. Ja, wo? Na, hier ungefähr, noch ein Stückchen weiter. Okay. Schaffst du aber allein, oder? Ich denke, wenn es noch einer ist. Ich komme mal mit. Also ich sehe zumindest noch einen. Hallo. Hallo. Siehst du, er wird rot. Ja, ich sehe ihn. Ich bleib hinter dir. Okay. Guck mal, hier oben ist einer. Direkt hier oben drauf. Und ich gehe davon aus, hier links da oben auch. Hauen dir. So, ich bin jetzt nah genug ran, dass ich das erschlagen kann. Dann hau ihn weg. Soll ich ihn munchen? Ich munch ihn. Sehr gut. Guck mal hoch. Okay, erschlagen. Er müsste direkt vor dir sein. Dann lass uns weitersuchen. Vielleicht ist noch irgendwo was. Nee, da links ist einer. Weil ich höre nämlich Sachen, genau, ich höre nämlich noch welche. Und direkt rechts die Treppe hoch ist noch einer. Ich meine, ich laufe mit dir mit. Da ist eine Wand. Da ist eine Sackgasse. Da ist noch einer. Da kniet einer. Ja, chillt mal ihr beiden dahin. Da sind noch mehr. Ja. Okay. Gut, dann Stevie, lass uns warten. Warten, warten, warten. Langsam. Okay, warten wir mal. Oh ja, ist der alleine. Ja, der müsste alleine sein. Don't wake them. Oh shit, da war gleich noch einer daneben. Mist. Nee, wir müssen irgendwie nach oben. Ne, ist okay. Oh ne, ist nicht okay. Fuck. Wow, woher? Fuck, ich bin umzingelt. Ich seh nix, seh doch nicht. Dammit. Da ist noch einer. Okay. Hey, sag mal! Hab ihn. So, jetzt hat. Jetzt hit. Okay, meine Sentry hat nur noch 35 Schuss. Okay, was war ich? Ist ja auch eine Sniper-Sentry. Okay, die hat nicht so viel Schuss. Ist schwer zu deuten. Manchmal, wenn die ganz nah aneinander stehen, dann sehe ich nicht beide genau. Okay. Ja,
wäre bald doof. Ja gut, wir sind aber wir sind schon mal glimpflicher davon gekommen wie die zwei Runden zuvor. Das ist richtig. Okay. Genau, ich glaube, wir müssen das teammäßig noch verstärken und quasi wirklich, also nicht nur in Absprache mit dem Scouter, sondern wirklich ja nur noch als Team. Weißt du, es wird keiner erschlagen, wenn nicht. Wir können das ja zur allgemeinen Regel machen, so auch wenn es hin und wieder anstrengend ist. So ab jetzt erschlagen wir quasi keinen mehr, wenn nicht ein anderer in der Nähe ist. Weißt? Das ist gut. Also jetzt die Regel. Und selbst wenn es noch so formal ist, selbst wenn wirklich die Halle riesig und übersichtlich ist und da kniet nur einer. Also ich habe einen Fork-Propeller bekommen. Ja, wenn ein anderer dabei ist. Wenn Backup. Genau, wenn Backup da ist. Weil auch wenn er daneben haut, dann kann der da dazu stürzen und draufhauen und so. Einfach sicherheitshalber. Ja, finde ich gut. Setzen wir jetzt so als Regel. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Leben verloren? Ja, ich hab ein bisschen. 57%. Ich habe 80%, also ich habe nur 20 verloren. Alles gut. Bin recht, bin ich recht safe. Ich habe ein Ammo-Pack. Brauche ich mal ein Ammo-Pack? Geht noch. Nee, noch nicht. Ich habe noch 50% auf beiden Waffen. Alles gut. Oh, ich bin am Ping. Wie ist die Key? Wie ist der, die Keyfarbe? HSU? Also, Achso, die Kiefer. Da müssen wir erstmal runter an die Tür. Naseband. Muss ich jetzt mal den Weg nach unten finden. Oh, diesmal ist es ein Mädel. Oh, cool. Katharina. Kommt jemand zu Alle mir? Mann. Hier ist nämlich ein Health Package und ich habe noch ein Medipack, dass ich. Muss jemand ein Package aufnehmen. Aus dem Ding erstmal rein. Dem guten Stevie. Wenn ihr mal eben in Key-Tür läuft, gehe ich mal schnell pullern. Ja. Ich bin unterwegs, ich guck grad, wo der Weg ist zur blöden Key-Tür. Da bin ich. Ah, hier ist es, okay. Das dann nehme ich gleich. Das jetzt. Ja, okay. Gib's dir gleich. So. Genau, du brauchst es. Gib's dir! Okay. So, ich bin an der Key. Es war nur eins. Ne, es war nur eins. Ja, aber okay. hier steht nicht, welche Key ich brauch. Shine a light. Ja, irgendwas. Ghostbeacon haben wir lange nicht mehr gespielt, Stevie. Was haben wir nicht mehr lange gespielt? Ghost Beacon. Wildlands. Stimmt, das müsste ich aber, glaube ich, wieder installieren dann. Ich glaube, ich habe auch, die 120 GB Speicher brauchen wir gemütlich. Was war das letzte, was wir gemacht haben? Diesen komischen Predator. Hier, Leute. Boah, ey, das war so übel. Leute, ja. wisst ihr, das ist wahrscheinlich die falsche Tür, wo ich jetzt bin, oder? Das ist, weil die zeigt mir nämlich keinen Key an. Und hinten dran läuft irgendwas durch die Gegend. Ich bin an der falschen Tür. Dann ist es wahrscheinlich ein Tentakulos. Könnt ihr mal Stevie, magst du mal an die Tür gucken, ob da angezeigt wird, dass wir einen Key brauchen? Weil die hier sagt nämlich nicht. Stevie, no. Welche? Nicht zu mir. Die unten. Die da hinten, ja. Die da. Ist wie so ein Hund. Hol Stöckchen. Lauf zu dir. Nein, nicht zu mir, zum Stöckchen. You need a K-Card. The Key Black 93 to unlock. Und da bewegt sich nichts. Black 93. Black, Mr. Black. Key_Black_390. Ja, aber KK, der am Terminal steht, ist nicht da. Überfallt ihn! Raubt ihn aus! Nein, Moment, das. Ich finde diesen Song nicht mehr. Ich kenne noch die Melodie und den Text, aber ich finde den Song nicht mehr. Dieses Shine a light through the darkness. Du meinst Schalalalala. Nein. We go around the world, say Schalalalala. Ich hab, diesen Ohrwurm seit Tagen. Also key_black_390. Dann okay, lad dir doch mal die App Shazam und sing da rein. Vielleicht Black funktioniert. 390. Stevie, hast du mich schon mal singen gehört? Ja, wir haben schon mal zusammen gesungen. Wir haben schon sehr oft zusammen gesungen, waren meistens dabei betrunken und haben versucht, irgendwas zu kochen. So eine 98. War doch 319, oder? 390. Das will ich Shazam doch nicht antun. Oh Gott. Tatsächlich ist das sieht das schon mal anders so aus. Und Leute, hinter der Security-Tür, an der ich stehe, wie gesagt, ist ein Tentakelman. Minimum einer. Ich glaube, eher sind wieder zwei. Ich sag euch gleich, wie viel. Gigantos Tentakulos. Ein Tentakulo. Aber da ist doch super, dann können wir doch Zone 93. Üben. Dann können wir doch üben, wie wir mit Tentakeln umgehen. Das ist doch auch... Hentai. Wie man mit Tentakel umgeht, das, ja.
Also so. Nicht so umgeht. Ich meine, hier hinter der Tür ist. Ey, einer. Muss ich jetzt hier wirklich runter, um wieder raufzukommen? Ja. Einer ist hinter der Tür. Gut, aber direkt wer... aber zwei Gegner, zwei Kriecher. Okay, das heißt, wir müssen eigentlich erst die Kriecher monten, bevor wir. Ja, der Tentakulus ist, weiter hinten rechts. I want to break free. I want to break free. Die Monster wollen dich übers Knie legen. They want lay you over the knee. Can't rape the willing. Nee, die wollen dich berüsseln. Berüsseln? Ablecken. In Brüssel berüsselt. Soll ich's öffnen? Sind wir alle da? Hä? Kinder, nee. Falsche Tür. Okay, ist, du kannst woanders. Hä? Aber warum falsche bist... Tür. Warum bist du denn da? Tag, hallo. Warte, hab ich 93 gesagt? Weiß ich nicht, 98 hätte ich gedacht. Warte. Tentakolo. Schlüssel ist in Zone 93. Okay. Oh, das war 98. 93 ist 93 hier? 93 ist da, wo ich glaube ich war. Oder? Ich 93, jetzt... doch, diesmal müssen wir hier rein und hier sind zwei Tentakolos. Sag ich doch. Oh da. No! Wir müssen hier rein. Da hab ich gesagt, okay, ist Minimum ein Tentakolos drin. So, wollen wir es wieder wollen wir es wieder. Der läuft nach oben, oder? Ich hab sie doch schon markiert. Rechts und links. Oh, okay, wollen wir wieder versuchen, den zu zermanschen? Soll ich's? Sind auch normalos. Das geht ja nicht anders. Ja, klar, sind noch normalos da drin? Ich mach jetzt auf. Sind wir alle da? Normalos sind. Ich kenne den Raum nicht. Ich sehe weiße Zeichen, ja, aber. Auf geht's. Okay, mach einfach auf. Ja, aufmachen, das passiert ja nichts, ist ja kein Alarm. Wir müssen ja nicht reingehen. Danach zertakeln sie, denk dran, ne? Die laufen ja direkt hier oben lang. Ja, ja. Doch ist ja nicht offen. So. JB hat die gleiche Idee wie ich. Was? Erstmal weg. Achtung, Tentakulus. Putz, du stehst gefährlich, sie könnten nicht an Tentakulon. Nee, da waren sie letztes Mal auch von der Reichweite nicht so weit. Du kannst dich über die Leiter noch retten. So wie es aussieht, könnt ihr diesmal den einen hier vorne zusammenknüppeln. Da läuft er. Okay. Ja, der geht nach oben. Wand gegenüber von diesem Treppenaufgang. Da sind wir doch aufgestützt, oder? Okay, der läuft da die Treppe hoch, das ist natürlich eklig. An die Wand gegenüber von der Tür können wir doch gleich, oder? Da sind wir doch sicher eigentlich, oder? Ich versuch mal den, Okay. Was? Wie bitte? Warum gehst du alleine rein? Ich will mir das kurz an... Ich wollte nur gucken, wo er hingeht. Ich bin... Okay. Bin schon wieder weg. Gegenüber von der Tür können wir doch, das sollten wir doch auch sicher sein. Jetzt geht der nächste... Nee, kommt der nächste... Warte. Sollen wir es mal riskieren? Ja, warte. Lass uns mal den ihr Muster gerade mal merken. Also der eine läuft die Treppe halb hoch und dann tut er seine Tentakeln ausmachen. Wir müssen halt rein und wenn sich einer separiert hat, alle drei oder vier Leute direkt drauf knüppeln. Versucht auf seinen Rücken zu zielen oder auf seinen Kopf. Ja, dann müssten wir am Ende... Tatsächlich muss ich auch bezeugen, muss ich kurz auch beipflichten, weil ich habe vorher auch meinen Hammer auf ihn geschlagen und das hat irgendwie zwei, dreimal nicht funktioniert. Deswegen, also ich glaube auch, wir müssen Minimum mit zwei Leuten draufhauen. Also gehen wir hin. Gehen wir rein? Ja, warte. Bis einer hier vorne alleine ist. Okay. Wir müssen eigentlich warten, bis die ganz nah bei uns sind, gell? Hätte ich eine Sniper-Rifle dabei, hätte ich den einen auch einfach gerade erschießen können. Ich glaube, der andere hört nämlich nichts. Das wäre eigentlich gut. Zwei Sniper-Rifle und ihn dann in den Kopf schießen. Und zwar von dem Übergang hinter. Ja, Leute, ich könnte eine Sniper Sentry hier aufbauen und hoffen, dass er, wenn er vorbeigeht, dass er einen Schuss macht. Hutz. Die brauchen keinen Einschuss. Hutz oder Fisherman, für einen von euch hat sogar eine Sniper. Stevie hat eine Burst Rifle. Ich habe drei Schuss auf Medium Range. Nein, deine andere? Das ist eine Combat Shotgun. Combat Shotgun, nee, da war es nicht, du Machine Gun. Hier, der Hutz hat die Hell Rifle dabei. Ja. Achtung, hier, einer geht wieder hoch. Nee, nicht hoch, der geht vorbei. Ja. Der andere ist ganz weit hin. Oh, lululululululul. Ja, aber der. Das Hell Rifle, Hutz. Das Hell Rifle von dir, das ist das, was mit am nähersten rankommt. Hier, okay, haltet also euch bereit. Wenn soll ich die Hell Rifle? Soll ich die Hell Rifle also machen? Versuchen sie zu jetzt. Du könntest versuchen, ihn jetzt zu erschießen, wenn du seinen Kopf mal frei reinkriegst. Warte.
Vielleicht aber von halt der Balustrade da hinten, oder? Jetzt. Ja, ich versuche zu gucken, wo er ist. Ah, der andere, der andere kommt. Der zweite kommt. Okay, dann schieß ich mal lieber nicht. Oder du Boah, das war knapp. Der Balustrade da oben. Wow, das war close. Das war richtig close. Ich schau mal, ob ich von da oben da was sehe überhaupt, ne? Ich glaube nämlich, das sieht man nicht. So. Ja, jetzt kommt der andere halt. Mann, der andere geht wieder weg. Okay. Versuch jetzt nochmal den. Oh, jetzt geht der andere wieder. Okay, ich hab ihn erwischt. Nee, der andere geht hoch. Wow! Okay. Was war das? Das war Alarm. Nicht gut. Jetzt, du meinst, jetzt wissen sie alle, dass wir hier sind, richtig? Ja. All of China knows we are here. Achtung! Kommt raus. Meine Sniper Sentry habe ich aufgestellt drin. Geh mal aus meiner Sentry da raus. Oh nein. So. Wir gehen auf die Balustrade. Ach, oh, es ist runtergefallen und es kommt ja, ich, zu ich uns. Ich hab's erwischt. Okay. Okay. Ne, ist immer Warte, noch. Warte, ich kenn. Ne, läuft noch. Die Musik ist immer noch das war so. Der letzte. Oh, die Musik? Ne, da. Ne, die Musik da ist noch ist so. Einer. Da hinten ist noch einer, hinter Jamie. Ja. Achtung, er kommt, Jamie, er kommt. Okay. Haben wir's? Ja. Ja, sorry, ich hab gehofft, dass es funktioniert, aber. Nee, ist okay. Wieso? War ja abgesprochen, Hutz, kein Problem. Also, ich habe jetzt nur noch 20 Schuss auf meiner Sniper Sentry. Ja, ist okay, ich habe meine MG auch schon, wir haben meine MG auch schon wieder halbes Magazin verblasen, aber. Aber es war es hat Spaß gemacht. Mir geht immer halb einer ab mit diesem MG. Das ist so. Boah, diese Brute und so. Und mein Controller bebt und. Ah, so erotisch. Das ist Waffenerotik. Okay, hier im Nebenraum sind wieder welche. That's the. Ich hab ein Armor Pack. Oh. Oh, hier ist. Ja, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, ich kompensiere meine Körpergröße mit der Größe der Waffen, die ich benutze. okay. Jamie, hattest du nicht gesagt, du brauchst Ammo? Ich brauche immer Ammo tatsächlich, weil bei jedem Aufeinandertreffen verballere ich so viel Munition. Weil ich habe ein Ammo-Pack. Ich habe selbst noch ein Ammo-Pack. Warte, oh, da sind noch welche. Wie kann das sein? Ja, warte, aus dem Raum könnt ihr euch erstmal zurückziehen. Da sind noch viele. Verhalten, oder gibt es jemand anderes? Ich habe mir gerade selbst noch eins gegeben. Vorsicht, da hinten sind noch welche. Okay, gell? Dann in Ordnung. Ja, dann behalte ich das mal. Warte mal, ich ping mal eben den Key. Wir warten. Aber links runter ist auch nochmal ein Raum und ein Waffenschrank. Einfach. Waffenschrank, sag ich schon. Supply-Schrank. Hab einen Ping. Wo ist der Ping? Wo ist der Ping? Seht ihr einen? Da. Habt ihr den gesehen? Nee, nochmal. Sieht man nur auf der Karte, oder? Nee, den siehst du vor dir. Ah, okay, ja, ich sehe ihn. Naja, tatsächlich. Da müssen wir hin. Okay, also glaub, müssen wir zu dir. Irgendwo die Richtung. Ja, ich glaube. Ja, aber sag mal, da unten her. Links, da ist noch ein Supply-Schrank. Ah. Ist halt die Frage, ob wir aber den sind nehmen. Da Gegner? Ja, das wissen wir halt nicht. Ich hab den Key, glaube ich. Hast du denn schon? Nee, da ist ein Supply-Schrank. Siehst du den? Der ist da ganz nah. Ja, Gier bringt einen nur in Teufelsküche. Ich kann, ja, auch wahr. Also ich habe hier oben die zwei Knatterer im Auge. Ja, so warte, ich suche hier hinten drei, gerade alles ab. Stevie, das sind drei Knatterer. Ich komm, ich bin da. Okay. Geh mal ein bisschen nach links. Ah, well, okay, es sind drei Knatterer. Ich habe die drei Knatterer im Auge. Okay. Mindestens drei. So, ich versuche mich nach ganz außen. Ihr müsst mich aber lotsen, wenn die sich bewegen. Ich gehe ganz außen hin. Okay, Stevie, du hast alle drei im Blick, oder? Ja, ich habe alle drei im Blick. Kurz guck ein bisschen rein, dass nicht noch irgendwo ist. Da sind sechs Stück drin, Leute. Wisst ihr okay. Was, wir gehen einfach. Ja, ich muss nur warten, bis sie wieder einschlafen. Okay. Ich will da nicht rein. Wieder. Ach, das ist auch eine Supply. Ekelhaft, okay, wartet, ich kann ihm immer noch nicht laufen. Gut, die... Seid ihr schon...
Okay. Ah, okay, da war also nur ein Artefakt. Ich bin quasi auf der anderen Seite. Ich bin quasi auf der anderen Seite, chillt. Okay, wollt ihr nicht wieder auch wieder raus? Wo seid ihr denn? Hier hinten ist nämlich noch ein Zwischenraum.